Die nächste Frage, mein Bruder, ist: Was ist, wenn eine Person die Mondsichel des Ramadan sieht, aber ihre Zeugenaussage zurückgewiesen wird? Die Gelehrten sagen, dass diese Person allein fasten soll. Dies, da der Eintritt des Ramadan durch die Zeugenaussage einer Person bestätigt wird. Andere Gelehrte sagen, dass diese Person diesen Tag nicht fasten soll. Sieht aber eine Person den Hilal des Shawwal und ihre Zeugenaussage wird zurückgewiesen, so soll diese Person fasten und nicht ihr Fasten brechen. Dies sei der Eintritt des Shawwal nur durch zwei Personen bzw. durch die Zeugenaussage von zwei Personen bestätigt wird. Na.